Die Strafe der Faulheit mit Bildern und Versen vom brillanten Beobachter Wilhelm Busch. Das Fräulein Ammer kost allhier mit Schnick, dem allerliebsten Tier. Sie füttert ihn so viel er mag mit Zuckerbrot den ganzen Tag. Und nachts liegt er sogar im Bett, da wird er freilich dick und fett. Einstmals, als sie spazieren gehen, sieht man den Hundefänger stehen. Er lockt den Schnick mit einer Brezen, das Fräulein ruft ihn voll Entsetzen. Doch weil er nicht gehorchen kann, fängt ihn grips, graps, der böse Mann. Seht, wie er läuft, der Hundehäscher, und trägt im Sack den dicken Näscher. Gern lief er fort, der arme Schnick, doch ist er viel zu dumm und dick. Den schlacht ich, spricht der böse Mann, weil er so fett und gar nichts kann. Das Fräulein naht und jammert laut. Es ist zu spät, da liegt die Haut. Zwei Gülden zahlt sie in der Stille für Schnickens letzte Außenhülle. Hier steht der ausgestopfte Schnick. Wer dick und faul, hat selten Glück. Und damit endet die Geschichte Die Strafe der Faulheit von Wilhelm Busch. Lohn des Fleißes von Wilhelm Busch. Komm, Nero, spricht Herr Bartel ernst. Es wird jetzt Zeit, dass du was lernst. Du willst nicht? Gut, so hau ich dich mit einem Stecken fürchterlich. Drauf sitzt der Nero mäuschenstill und hört, was man ihm sagen will. Hut ab! Das ist das erste Stück. Der Nero macht das mit Geschick. Zum zweiten. Jenen Stecken dort. Nur munter, Nero. Such, abhaut. Und jetzt? Die Türe auf. Das geht ja schon. Bravissimo. Ach, denkt der Nero, ach, wozu lässt mich mein Herr doch nicht in Ruh? Da kommt, als sie spazieren gingen, der Hundefänger mit der Schlinge. Hut ab, ruft schnell Herr Bartel jetzt. Der Hundefänger ist entsetzt. Und lässt dieweil der Schreck so groß die festgemachte Schlinge los. Gleich sitzt der Nero mit der Mütze in einer tiefen Wasserpfütze. Der böse Mann gar sehr gewandt, fischt aber Nero an das Land. Und sperrt ihn in den Gitterkasten und schreit,
Jetzt soll der Schlingel fasten. Doch kaum hat sich der Mann entfernt, zeigt Nero, dass er was gelernt. Er macht die Türe auf und dann läuft er nach Haus, so schnell er kann. Hier kehrt er heim und ist erfreut. Das macht allein die Fleißigkeit. Und damit ist die Geschichte Der Lohn des Fleißes von Wilhelm Busch zu Ende.